Jetzt lösen wir es auf, was es war. Hast du gewusst, dass du bis jetzt nur männliche Käse gegessen hast? Im Kopf. Es geht jetzt darum, einen weiblichen Käse, die Appenzellerin. Wir fragen die Leute, ob sie den Unterschied schmecken. Und du darfst gerne mal probieren. Mal, ist sehr fein. Ist schön cremig. Ist nicht so käsig so. Ist noch so weich. Dann probier mal den anderen. Schmeckt recht ähnlich, finde ich. Der Rest finde ich besser als der zweite. Könntest du beschreiben, was der Unterschied ist? Ich habe das Gefühl, der hier ist würziger. Schwierig. Viel Geschmack, aber ich kann nicht genau sagen, was der Unterschied ist. Jetzt lösen wir es auf, was es war. Einmal haben wir den Appenzeller und einmal die Appenzellerin. Wir haben jetzt einen weiblichen Käse. Finde ich lustig. Cool. Das ist so cool. Ich würde Appenzellerin kaufen. Ich würde wahrscheinlich beide kaufen. Ja, die Konsistenz gerne. Aber rosarote Verpackung? Come on, Appenzell.